Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Smoke-Tutorial. Heute Anubis. Hierbei handle ich wieder die wichtigsten Smokes ab. Das sind 6 Stück plus 2 extra. Let's go. Tut mir leid, dass ich dir vorhin nicht Bescheid gesagt habe. Aber wenn du Bock hast, kannst du noch einen Korn abholen. Wir starten zuallererst mit Mitte und Connector. Da gibt es die Arschbohrer-Smoke. Die schmeißt man von dieser Position aus. Ihr geht einfach genau in diese Ecke. Ihr dreht euch um und seht dieses gebaute Ding. Klickt oben links an die Ecke, zack, und schmeißt dann einen Jump Throw. Und schon kommt die Smoke perfekt auf Mitte an, sodass ihr dann hier einfach schön, zack, runter könnt für den Arschbohrer oder eben einfach Mitte absmoked. Der Arschbohrer wäre dann übrigens einfach volle Pulle hier runter und dann von hinten in B rein. Die nächste Smoke ist die Connector Smoke, die wird vom selben Ort ausgeworfen und dafür aimt ihr einfach hier oben links an die Ecke dieses Fensters und macht auch einen Jump Throw. Und schon sieht man, wie Connector oder auch Krokodil oder wie es eben genannt wird, hier unten abgesmoked ist. Also der City hier drin hat dann keine Sicht mehr. Gehen wir über zu den A-Smokes. Die Smokes habe ich übrigens alle von Larry bekommen. Larry, vielen lieben Dank dafür. Bist ein Macher und ein Gönner. Für die A-Smokes stellt ihr euch einfach hier in diese Ecke. Von hier schmeißt ihr alle gezeigten Smokes, 2 Stück. Und zwar einmal die erste für dieses Plateau hier oben. Dazu aimt ihr einfach genau hier hin. Das ist links vom 5. Zahn, 1, 2, 3, 4, 5, dazwischen hier, zwischen 5 und 6. Dann lauft ihr nach vorne mit Shift und schmeißt genau beim Erreichen dieser Linie hier oben die Smoke. Und zwar so. Zack. Und man sieht, das Teil kommt wunderschön da oben an und smoked die ganze Geschichte ab. Bei solchen Laufsachen hat man natürlich eine kleine Variation drin, aber so overall ist das ziemlich sicher. Also wenn man einen Ticken früher oder später wirft, kommt die trotzdem immer gut an und man ist vor allem hier für den ersten Go gut abgedeckt. Wenn man hier den Hardcore-Angle dann hier nimmt, dann kann es natürlich sein, je nachdem wie man geworfen hat, dass sie vielleicht ein Ticken an der Seite offen ist. Na, man kann ja dann vielleicht winzige Stückchen sehen. Die Beständigkeit ist dabei natürlich wichtig. Am besten kommt sie, wenn man genau dann schmeißt, wenn man an der Linie ist. Die nächste Smoke wird von derselben Position geworfen. Dazu aimt ihr einfach zu diesem Stückchen hier ans Ende, nicht da oben hin, sondern genau in der Verlängerung von diesem Hauptstock oder was, und schmeißt. Dann habt ihr oben auch die linke Seite vom Plateau abgesmoked und könnt ihr gemütlich drauf. Von mir kommt jetzt auch noch eine Smoke, die ich dazu gefunden habe, auch von derselben Position, und zwar aimt ihr auf diesen zweiten oder oberen Stock genau ans Ende und schmeißt. Und diese Smoke deckt den linken Bereich ab. Also wenn ihr alle drei Smoke schmeißt, zack, zack und zack, könnt ihr halt mehr oder weniger einfach reinrennen, außer hier steht einer drauf. Wenn der sich schnell hier drauf traut, hat er natürlich einen gewissen Überblick. Aber ja, so hat man eben die ganzen Geschichten hier abgesmoked. Vollendet sieht das Ganze dann so aus. Also man hat hier dann alles gesmoked. Nun folgen noch die B-Smokes. Auf B ist es ganz einfach, erstellt euch genau in die Mitte von diesem Steinding und schmeißt einmal, um City abzusmoken, hier genau mitten auf diesen letzten Zahn. Die Smoke landet dann in dem Fall genau hier und der City kann nicht mehr gucken. Und von derselben Position aus könnt ihr noch folgende Smoke schmeißen. Und zwar hier wieder an der oberen rechten Kante vom ersten Zahn. Damit smokt ihr dann Pharao ab und ja, könnt hier mehr oder weniger bedenkenlos draufgehen. Natürlich habt ihr noch Krokodil oder halt Connector offen. Dazu habe ich jetzt eben auch auf die Schnelle noch eine Smoke rausgesucht. Die ist aber gar nicht so einfach. Man muss hier in die Ecke und dieses Austarieren, ob man wirklich in der Ecke ist, ist ein bisschen krepelig. Und dann aimt man an folgenden Punkt. Ihr geht zwischen die gedachte Linie von diesen beiden Zähnen und geht hoch an die Kante, und zwar hierhin. Dann seht ihr, landet die Smoke direkt in Connector drin. Aber der Punkt ist nicht einfach. Ihr müsst hier auf jeden Fall gucken, dass ihr richtig im Eck drin steht und auch den Punkt richtig erwischt. Ich denke mir hier, wie gesagt, eine Linie, die hier hochgeht komplett. Und bei der Kreuzung hier schmeiße ich die Smoke. Also, ich gehe hier hoch und schmeiße die Smoke genau hier. Man hat eine kleine Variation, aber nicht viel. Also, wenn ihr hier mal schaut, jetzt kommt die Smoke gut, wenn ich ein Stück zu tief bin. Vielen lieben Dank für den Einkauf bei Holy. Kuss. Wenn ich ein bisschen zu tief bin, dann kommt sie schon nicht mehr so gut, aber immer noch in Ordnung. Wenn man höher geht, ist es auch nicht so tragisch, aber ab einem gewissen Punkt fliegt die irgendwo hin. Also ihr habt hier einen recht kleinen Fehlertoleranzbereich. Aber ich kann sie eigentlich ziemlich safe werfen. Jetzt habe ich sie halt 10-mal schon geworfen, dann ist es irgendwann drin. Natürlich muss hier vorne jemand ein bisschen covern, wenn ihr hier rumdödelt. Denn man kann von da unten natürlich getroffen werden. Die drei Smokes sehen dann zusammen wie folgt aus. Ihr habt so mit B alle Zugänge zu und könnt dann einfach rein. Um übrigens leichter in diese Ecke zu kommen, könnt ihr euch einfach umdrehen, ungefähr hier hingucken und halt rückwärts laufen. Dann pendelt ihr euch von alleine dort ein. Und dann geht die Smoke ganz leicht von der Hand. Zack, boom. Drin ist sie. Das waren dann somit die 6 bzw. 8 wichtigsten Smokes hier auf Anubis. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß und natürlich Erfolg, die Gegner wegzusmoken. Haut da rein, vielen Dank fürs Zusehen. Ach, und bevor ich es vergesse, lösen wir noch geschwind das letzte YouTube-Giveaway auf. Es gab für euch eine StatTrak Desert Eagle Bronze Deko zu snacken. Man sollte in diesem Shiny Skins Video sagen, ob man vorhat, sich demnächst noch Skins zu kaufen. Vielen Dank für 30 Kommentare, ihr alten Macher. Und dann ziehen wir direkt den Gewinner. Ich gehe ein bisschen hoch und es ist Nico.
Ah, aber Nico, das zählt natürlich nicht. Also man muss schon natürlich die Phrase mit dabei haben, aber so wie ich Nico kenne, will er sowieso nicht gewinnen. Dann muss ich einen nächsten suchen. Und es ist... Hoppala! Jan-Philipp T. Glückwunsch! Ich habe mir schon einige Shiny Skins gekauft, würde mich aber über die Desert Eagle freuen. Ja, das ist auf jeden Fall die Antwort auf meine Frage, beziehungsweise eine Teilnahme an den Teilnahmebedingungen. Du hast somit die Desert Eagle Bronze Deko gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte noch deiner YouTube-Kanal-Info deinen Trade-Link bei. Und dann kann ich dir das Teil rüberschicken. Und natürlich starten wir noch geschwind ein neues Giveaway. Und zwar gibt es diesmal eine M4A1S Night Terror für euch. Man kann wie folgt mitmachen. Schreibt mir einfach, wie ihr mich auf YouTube gefunden habt. War das über Tutorials oder über irgendwelche alten Overwatch-Videos oder über was ganz was anderes? Würde mich sehr interessieren. Haut da rein und viel Glück an alle. Danke für die Kommentare. Kommt in die Streams dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Skin-Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort. Bye-bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.